Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eisport-Freunde, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem DEL-2-Spiel zwischen dem ESV Kaufbeuren und den Dresdner Eislöwen. Endstand 1:0 nach Verlängerung vor 1920 Zuschauern. Zu meiner Linken darf ich recht herzlich begrüßen Gästecoach Andi Brockmann, zu meiner Rechten ESVK-Coach Marco Reiter. Ja, Andi, wieder zurück in Kaufbeuren und 60 Minuten begeisterndes defensives Eishockey gesehen, oder? Ja, erst einmal Gratulation an Marco und Kaffer. Was heißt defensiv? Das sind beide Mannschaften, wo man nicht defensiv spielen. Es war ein unglaubliches, sehr, sehr gutes Spiel, muss ich sagen. Ich sage selten nach dem Spiel, wenn ich verloren habe, dass die Jungs einen unglaublichen Job gemacht haben. Aber es war heute von beiden Mannschaften extreme Intensität. Und auch, es ist ja nicht brutale Disziplin auch. Und es waren halt sehr wenig Chancen da. Aber es war ja nicht die Ausrichtung, dass man defensiv, sondern es war wirklich diszipliniert. Und es hat auch schon meiner Meinung nach ein bisschen Playoff-Charakter gehabt, das Spiel heute. Und für mich, wie gesagt, war ein hervorragendes Spiel. Von beiden Mannschaften sehr, sehr gut gespielt. Und gehört im Overtime, da passiert halt ein kleiner Fehler oder so, nur das passiert hat. Aber wie gesagt, ich finde, war ein hervorragendes Spiel von beiden Mannschaften. Vielen Dank, Andi. Marco, congrats on the win and finally a win in overtime or penalty. Guten Abend alle zusammen und danke Andy. Yeah, I think I understand German this well. I understand what Andy said and he closed the game exactly like this. Same words on that side and really the game you enjoy the coach. Nobody's cheating like Andy said. Both teams very disciplined. And the hard team work together, every zone on the ice, and both goalies did a good job. Also, I'm very happy for the guys. We've been struggling in short time now, not struggling, but we couldn't win the games. We have been playing not so bad games. We also played good, and then. We're a little bit stuck in this moment that it's going inside the head and happy for the guys. They've been doing a good job in these harder times and they stick together and that was very important win for our team tonight and also good experience for this team when we think about the rest of the season in this couple of weeks. Behind what we have to do in the future and not to do. So let's take this now, enjoy, and then Tuesday full of energy and start getting ready for the next. Danke, Marco. Ja, er hat Andi Brockmann nur zustimmen können. Für einen Trainer ist es natürlich was Tolles, wenn man so diszipliniert spielt. Das Team hat sehr hart gearbeitet, in jeder Zone hart gearbeitet. Beide Torhüter haben einen super Job gemacht. Er ist auch glücklich für seine Jungs, nachdem es die letzte Zeit nicht so gut lief, damit es auch nicht in die Köpfe kommt. Und man hat jetzt einen wirklich guten Job gemacht in ja, einer etwas schwierigeren Zeit gerade. Ja, man ist als Team zusammengerückt und hat diesen wichtigen Sieg geholt. Für seine Mannschaft ist es eine wichtige Erfahrung, gerade auch, was man dann in Zukunft tun muss. Und jetzt heißt es für heute genießen, aber am Dienstag geht es weiter und da muss man wieder weiterarbeiten. Dann darf ich darauf hinweisen, das nächste Heimspiel des ESV Kaufbeuren findet am kommenden Sonntag, den 11. Dezember statt. Zu Gast sind dann um 17 Uhr die Heilbronner Falken. Wir wünschen unseren Gästen noch einen guten Nachhauseweg, allen noch einen schönen Restsonntag. Danke fürs Zuschauen, die Spray-TV-Übertragung endet hier.